Leute, herzlich willkommen zurück im Unknown Kaijuverse. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast und es freut mich trotz diesem nicht ganz so erfreulichen Thema. Und ja, ich habe auch schon Nachrichten bekommen von wegen, das findest du doch jetzt geil. Finde ich nicht geil. Es geht hier um Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ich habe zu dem Ganzen schon ein ausführliches Video gestartet. Zu diesem Zeitpunkt ist Part 1 gerade online, den verlinke ich dir gerade mal hier oben in der Ecke. Und da habe ich den Film mal wirklich ein bisschen objektiver und auch ein bisschen detaillierter kritisiert. Weil ich bin der Meinung, der Film ist nicht einfach nur scheiße. Das ist ja leider die Ausgangssituation dieses Videos jetzt hier. Es wird sehr wahrscheinlich keine Fortsetzung dazu geben. Denn der Film versagt sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritikern als eben auch bei den Zuschauern. So, jetzt haben wir allerdings hierzu bereits ein Interview mal gehabt mit den einzelnen Schauspielern, die alle gesagt haben, sie wären bereit dazu, weiter in den kommenden Filmen dieselbe Rolle einzunehmen. Es wurde auch schon darüber schwadroniert, wie sich die Rolle im nächsten Teil verändern würde. Das alles ist allerdings ein Teil der Marketingkampagne gewesen zum ersten Teil, also zu Welcome to Raccoon City. Das kann man jetzt nicht mehr für aktuell nehmen, denn aktuell sieht es nämlich so aus, dass das Studio sich jetzt überlegen muss, nehmen wir das Risiko auf uns und machen eine Fortsetzung oder ist die Wahrscheinlichkeit so, dass das Ganze erneut floppt und wir, naja, dann vielleicht sogar ins Minus segeln. Das Ding mit dem Film ist ganz einfach. Er hat versucht, sehr stark die Fans abzuheben und hat dabei schon den ein oder anderen falschen Fehler gemacht. Und der Film versucht auf der anderen Seite auch Neuzugänge mit ins Boot zu holen, indem sie bestimmte Story-Details ändern. Und das hat komischerweise irgendwie funktioniert. Ich bin der Meinung, dass diese eigenen Ideen, die der Film hatte, gar nicht mal so doof waren. Aber die Umsetzung war einfach, ist einfach nicht gut gewesen. Dazu haben sie auch noch den Fehler gemacht, dass man gleich zwei Spiele in einen Film reingequetscht hat. Und auch das merkst du während diesem Film. Es sind so viele Figuren. Die Figuren sind schlecht geschrieben. Sie sind nicht sympathisch. Und das nicht, weil sie nicht exakt an die Spielfiguren anknüpfen. Man muss sich überlegen, dass die Figuren in den Originalspielen extrem plump geschrieben sind und trotzdem funktionieren sie. In dem Film ist das anders. Da sind sie auch sehr plump geschrieben, funktionieren aber eben gar nicht. Und gerade was Leon angeht, wie gesagt, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Die anderen beiden Parts kommen trotz allem noch, auch wenn es jetzt danach aussieht, dass wir keine Fortsetzung bekommen werden. So viel eben mal zu diesen News. Ich freue mich da nicht drüber. Nein, ich bin genauso froh wie jeder andere auch, wenn es einen geilen Resident Evil Film gegeben hätte. Ich hätte bei diesem Film inzwischen sogar gesagt, nach längerem drüber nachdenken, nach mehrmaligem Sehen, ja, gebt dem Ganzen nochmal eine Chance. Der erste Teil ist nicht so extrem kacke. Also der hätte als Aufbau irgendwie funktionieren können, wenn man danach vielleicht die richtigen Weichen gestellt hat. Dazu wird es aber eben jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr kommen. Gut, das ist auf jeden Fall die aktuelle Situation, die wir jetzt vor zwei Tagen geschildert bekommen haben. Im Internet auf der Facebook-Seite von Capcom. Und ja, deswegen denke ich mal, dass da nicht mehr allzu viel kommen wird. Wenn das Studio doch entscheiden sollte, ey, lass mal alles beiseite, wir riskieren es doch nochmal, wir packen die gleichen Schauspieler ein, wir setzen das fort, was wir hier angefangen haben, bin ich der Erste, der sagt, alles klar, und jetzt aber mit Vollgas, jetzt gebt euch richtig Mühe, ich würde es euch auf jeden Fall gönnen. So, das war's dann auch schon mit diesem kurzen Infovideo. Wenn ihr jetzt die neuesten Godzilla-News erfahren wollt, dann klickt ihr einfach auf das Video hier unten, denn das Monsterverse scheint gar nicht mal mehr so unwahrscheinlich zu sein. Was mich sehr gefreut hat. Wenn ihr nun mal einen Vergleich zwischen den Resident Evil Büchern und dem aktuellen Film sehen wollt, klickt einfach das Video hier oben an. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.